Am Dienstag war eine weitgereiste Besuchergruppe zu Gast im historischen Sitzungssaal des Papenburger Rathauses. Bürgermeister Jan-Peter Bechluft begrüßte 15 Mitglieder des Großen Rates des Schweizer Kantons Bern, vergleichbar mit dem Landtag in Niedersachsen. Zwischen den beiden Parlamenten gibt es auch bereits eine jahrzehntelange Zusammenarbeit. Zuletzt war das Präsidium des Landtages 2011 dort und in diesem Jahr waren sozusagen die Kollegen aus Bern dran, uns zu besuchen. Und ich freue mich bei den Möglichkeiten, die man in Niedersachsen natürlich vielfältig hat, dass sie sich entschieden haben, eher für einen Standort, der maritim ausgerichtet ist. Natürlich ist das Stichwort Meierwerft auch für Leute aus der Schweiz ein gewisses Lockmittel. Erzeugt Spannung, erzeugt Interesse und so gesehen ist ja die Meierwerft auch ein Teil des Besuchsprogramms. Aber natürlich die Landesgartenschau auch, wo wir dann Papenburg, das Ems von der besten Seite zeigen können. Die Besucher aus der Schweiz werden in den kommenden Tagen den Nordwesten Niedersachsens näher kennenlernen. Als Startpunkt für die jeweiligen Reisen ist Papenburg vorgesehen, wo die Gäste auch übernachten. Und auch in der Stadt gibt es ein paar Ziele, die die Großratsmitglieder besuchen werden. Meierwerft, ja. Da bin ich gespannt. Wir haben heute schon etwas gesehen da. Es war ein Schiff drin und wir sind gespannt, wie das da sich präsentieren wird. Außerdem ist ein Abstecher auf die Landesgartenschau geplant. Dort wollen die Schweizer Besucher am Donnerstag einen Rundgang machen, bevor es wieder zurück nach Bern geht.